Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Orient the Bull of the Wolves. Ja, so viel dazu. Alle zwei Tage mache ich ein neues Video. Das ist wahrscheinlich auch schon wieder zwei Wochen her. I don't care. Hallo Baure. Wir sind hier bei Baure, nämlich letztes Mal vorbeigekommen. Haben wir mit unserer Feder weggeschoben, beziehungsweise ihn zum Niesen gebracht. Und, oh. Ich hab von deiner Absicht geträumt, Geist. Aber du kannst nicht mit. Und dieses Land ist zu hart und zu kalt. Der Frühlingsblick schwimmen unter dem Eis hoch und auf dem Berggipfel. Es gibt nichts zu tun, außer zu schlafen. Aber Baure, ich brauche deine Hilfe, um dieses ganze Eis hier wegzumachen. Ich habe eine scharfe Suppe dabei. Aber erstmal erklimme ich den Hügel von Baure. Weil das ist ja Baure hier. Okay, also er meinte, wir sind zu spät. Guck mal, da oben hätte man sich sonst ranhängen können. Aber können wir es leider nicht. Na gut, dann guck mal, Baure, ich habe eine Suppe für dich. Vielleicht magst du sie ja. Nicht schlafen, ich habe eine Suppe für dich. Er lässt mich nicht. Ist das dein Ernst? Ich dachte, hier geht's jetzt endlich weiter. Oh, geht's auch weiter. Alles gut, Leute, alles gut. Und ich glaube, wir müssen ihm trotzdem früher oder später noch diese Suppe geben, die wir aus dem Mokli-Dorf bekommen haben. Oder wie die heißen. Ich verraff irgendwie immer, wie die heißen. Kein Plan warum, aber wir kommen hier auch so hoch. Aber ja, hier ist alles eingefroren. Und ob wir das hier irgendwie heil machen? Ah, man hätte sich daran festhalten können. Okay, Moment. Ori hält sich da so ganz kurz dran fest. Okay, aber sie kann sich nicht dran festhalten. Weil man abrutscht. Okay, das ist natürlich nicht so toll. Der ist runter. Kaputt machen. Kriegt er sowieso nicht mit, weil er ja nur rumschläft. Was bringt uns das denn Schönes? Hallo? Ich bin der Oridius. Wie geht's Ihnen? Gibt's hier irgendwas Spezielles, was ich bedenken sollte? Hier ist ja auch wieder gar nichts. Das Spiel will mir, glaube ich, weismachen. Wir sind hier ganz, ganz falsch. Hä? Ah, das ist Physik. Nee, das ist Chemie, Leute. Guck mal, wir machen Luft an die Kohle daran. Dadurch wird das alles ein bisschen wärmer und dadurch können wir hier Sachen aufhitzen. Oh, wie gut ist das denn? Ja, die ganze Welt ist aufgetaucht. LOL! Was ist das denn für Wesen? Oh mein Gott! Hey, alles will hier einen fressen! Lol, okay, dieses Gebiet gefällt mir richtig gut. Also es ist... Ah! Es ist ein bisschen assig, dass alles einen fressen will. Diese Viecher hier erinnern übrigens mega an die aus Half-Life. Kennt ihr die? Gut, so, hier ist nämlich noch alles eingefroren. Aber wir haben hier ja zum Glücki-Dücki so ein Ding. So, und dann würde ich gerade... Oh Mann, Gustavsson, ich hab dich doch schon mal vernichtet. Wieso muss ich dich denn jetzt nochmal vernichten? Das ist nicht cool, Gustavsson. Das ist überhaupt nicht cool. Lass das mal, ja? So, Gustavsson weg? Dann muss ja... Wo ist denn das Ding überhaupt? Also, ich sehe rechts zumindest. Das ist weit weg. Den ganzen Weg wieder zurück. Nice. Da, ganz nach rechts, oder was? Hier hin? Das kriege ich doch niemals hin. Okay, wir holen uns das mal trotzdem ab. So, hier, einmal da bitte freimachen. Danke. Und wenn da jetzt nicht irgendwas richtig Tolles drin ist... Okay, das bringt uns gar nichts. Dann habe ich wirklich gar keinen Plan, was ich hier machen soll. Naja, probieren geht über studieren. Let's go. Alle ab. Ja, das war doch schon mal ganz toll. Der fliegt doch niemals bis da ganz hinten hin. Das kannst du sowas von knicken. No way. Nicht mal, wenn ich das ganz oben anvisiere. Ne. Viel weiter komme ich ja gar nicht. Dann ja vielleicht das Holz. Hm, fast. Ja, Holz. Okay. Holztreffen bringt auch nichts und hier geht es auch nicht weiter. Ich kann das auch nicht kaputt machen. What the fuck soll ich hier tun? Doch, oder? Ich muss das doppelt anschnubbeln. Also ich muss den hier vorne nehmen, dann hinterher... Ah, ich muss den quasi jonglieren die ganze Zeit. Oh, das macht Sinn. Okay, 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 kriege ich hin. Wenn ich weiß, was ich machen soll, dann kriege ich das bestimmt auch hin. So, also ein bisschen nach da, dann noch weiter. Oh mein, das muss man wirklich machen? Oh, wieso ist denn der jetzt da? Okay. What? Okay, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Das Spiel verlangt mehr Skill von mir, als ich von anderen Spielen das erwartet habe. Oder das gewohnt bin, besser gesagt. So, jetzt aber. Let's go! Das trifft ja wohl. Oh mein, das ist aber doch viel zu viel, was man machen muss für so eine kleine Aufgabe. Oder nicht? Oder nicht, Leute? Oder nicht? Ich finde schon, ich finde schon. Das ist ein bisschen zu viel für klein Dizzy. Okay, okay. Also, Ori ist anders als andere Spiele. Dieses Spiel verlangt mehr von einem. Ja, toll. Und jetzt? Jetzt ist hier alles aufgetaut, aber hier rechts komme ich immer noch nicht weiter. Oder ist jetzt links auch irgendwas aufgetaut? Ja, doch. Also ich komme jetzt hier an dieses
Teil mehr oder weniger ran. Aha, aha, jetzt sind wir hier oben. Okay, ja, cool, cool, cool. Die nehmen wir natürlich auch mit. So, let's go. Einmal hoch. Bitte nicht fressen, danke. Fressen ist nicht nett. Ich will nicht gefressen werden. Ich möchte noch ein bisschen leben. Ich bin das Licht. Ohne mich könntet ihr alle gar nicht leben. So, da kommen wir aber durch, weil das... Dieser Schnee agiert quasi wie der Sand. Oh, in der Sandwüste. Dann hätten wir also... Wir mussten doch tatsächlich in die Sandwüste, gell? Als erstes. Oh mein Gott, ich sterbe gerade. Weil sonst könnten wir hier gar nicht weiterkommen. Also war das schon richtig, was wir in der letzten Folge gemacht haben? Na, na dann. Ist ja alles gut, würde ich sagen. Bitte. Bitte, ich weiß nicht, was ich drücken muss. Bitte. Das war wieder die falsche Taste. Warum sind das auch zwei verschiedene... Nein! Tasten. I don't know, ich komme damit überhaupt nicht klar. Und das alles so für so ein blödes Splitterding. Lebenskraft, ja, toll. Okay, da links gab es gar nichts. So einen komischen Splitter, der einem mehr Lebenskraft gibt, wenn man Bock drauf hat. Oh, guck mal, da oben ist Mr. Tuki-Taki. Hallo, Mr. Tuki-Taki. Was haben Sie heute für mich? Ah, den Todesengel. Toll. Marc, zu denen ist das auch dein Freund, Mr. Tuki-Taki. Hast du das gesehen? Fast schon anmutig, wenn man sie aus sicherer Entfernung betrachtet. Schlick hat das hier oben gejagt, nachdem der Wind so eisig wurde. Ich bin ja auch selbst ein Wanderer, aber ich bezweifle, dass der Vogel die Spitze nur aus Neugier durchstreift. Vielleicht ist diese eisige Eilhünöde immer noch schöner als ihre Heimat. Okay, schön, Tok. Tok ist also der Geschichtenerzähler hier, damit man rafft, was abgeht. Ich hab dich gestreichelt mit meiner Feder. Weil davor hast du richtig Angst, ich weiß. Vor Zärtlichkeit hat er Angst, die Gustavsons. So, hier ist wieder eine tolle Wand, an der man ja, wie wir gelernt haben, zumindest hochkraxeln kann. Scheint auch richtig zu sein. Vielleicht gibt es hier irgendwas Tolles. Ja, guck mal, es gibt tolle Sachen. Schlüsselstück Nummer 1. Okay, dann haben wir natürlich noch mehrere Ideen. Man könnte zum Beispiel... Nee, das geht aber auch nichts. Okay, also man muss ihn bis hier unten hin verfolgen und dann das Ding treffen. Denke ich mal. Okay, let's go. Okay, das kriege ich auch hin. So, kommen Sie mit, Mr. Feuer-Dingsbums. Einmal hier runter. Ja, da bist du. Und Ali. Baba! Und dann ist es aufgetaut. Hier, fressen Sie mich bitte. Ich brauche nämlich einmal das Ding hier. Merci. So, was können wir denn sonst noch Tolles machen? Oh, es ist hier Wasser und alles. Oh, guck mal, ist richtig schön, wenn das hier aufgetaut ist. Und jetzt sehen wir auch, wo wir die Schlüsselstücke brauchen. Nämlich hier. 4 Stück an der Zahl kriegen wir doch hin. So, Nummer 3 haben wir auch schon gesehen. Das ist einfach fest. Hier. Easy peasy. Und das letzte Stück ist da rechts. Da kommen wir nicht ohne weiteres hin. Ich denke mal, wir müssen da von der linken Seite aus hin. Ja, das sieht safer aus. Aber da oben hin. Okay. Dann darüber. Bisschen Damage nehmen. Das ist gar kein Problem. Ich bin gemacht, um sowas auszuhalten. Dann haben wir doch alle. Ja, Leute, ist wieder so eine Folge, wo einfach gar nichts passiert, wo man einfach nachdenken muss, was ich nicht kann und deswegen muss ich wieder sehr viel wegschneiden. Achso, und jetzt ist aber diese komische Schlinge hier eben hingegangen, ne? Wir kriegen eine neue Fähigkeit. Gib mir deine Macht, lieber Baum! Was der hier wohl macht, dieser komische Vogel? Oh, wir können jetzt Sachen schmelzen. Das ist natürlich nett. Einfach mal, bau! Ja geil, wir sind jetzt einfach ein Magier. Hey, ja, das ist ja mega gut. Komm, wir können ihn nach oben schmeißen. Und, hä? Nach oben schmeißen und den dann... Können wir nicht? Doch, ja, können wir benutzen. Wollte gerade schon sagen, hä, wieso ging das nicht? Oh Mann, aber das ermöglicht uns jetzt natürlich wieder viele, 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 viele neue Sachen. Dadurch, dass wir uns selber eine Kugel machen können, mit der wir quasi überall hin können. Heißt, wir müssen hier eventuell weiter. Alle, bup. Nice. Wie? Hä, warum machen denn... Okay, was sind das für komische Kerzen, dass die hier alles Mögliche mal anzünden? Richtig weird, aber okay, habe ich nichts gegen. Danke, liebe Kerze, dass du es mir hier sehr, sehr einfach machst. So, das da sieht doch so aus, als wenn man da durch könnte. Nein, kann man nicht. Okay, dann gehen wir da halt nicht durch. Aber ich muss sagen, diese Feuerfähigkeit finde ich schon ganz nett. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Hallo, kleiner Moki, brauchst du vielleicht eine Moschsuppe? Was riecht hier denn nur so? Oh, ist das etwa eine würzige Moschmuschelsuppe? Oh, danke, 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 ich bin gerettet. Was für eine Suppe. Ah, er ist voll süß. Guck mal, wie er sich wärmt. Wie er seine Hände so nach vorne streckt. Gut, was haben wir hier drüben? Hier, oh, hier ist auch schon alles aufgetaut. Warum ist denn hier schon alles aufgetaut? Was bist du denn für ein toller Typ? Bist du ein kleines Pokémon? Sieht ein bisschen aus wie ein Pokémon. Ach, weiß ich doch auch nicht. Waren wir hier schon mal? Nee, ne? Aber warum ist denn hier alles aufgetaut? Da ist ein riesiger Klumpen auf der rechten Seite. Das sieht... Au!
Das sieht nur so aus, als wenn wir da was reinschmeißen sollen. Ein Glück bin ich der beste Werfer, den es gibt. Okay, 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 bitte nicht. Oh Gott. Das war knappi. Wollen wir ihm folgen? Wollen wir den riesigen Schneeball folgen? Ja, wir wollen den riesigen Schneeball folgen. Danke für die Lebenszelle. Hui. Das war doch eine Falle hier. Wer stellt mir denn so eine böse Falle? Als ob da einfach so ein riesiger Schneeball von Natur aus liegen würde. Das glaubt dir doch keiner. Das glaubt dir keiner, Spiel. Das glaubt dir gar keiner. Ich mach trotzdem meine Methode, weil die schneller geht als immer. Ey, wieso geht das denn jetzt nicht? Mano, meine Methode geht nicht. So, danke. Weil die normalerweise, jetzt gerade war nicht, aber normalerweise geht sie schneller. Als so, wie sie es gerade haben wollen, dass ich immer eine Kugel vorschicke und dann hinterher wetze. Da habe ich keine Lust zu, Leute. Da habe ich keine Lust zu. Das ist wieder zu stressig. So, sollte ich hier unten nicht sein? Oder was ist los? So, ich vermute ja, weil das Ding hier schon an war und ich das schon richtigerweise erkannt habe, dass hier schon alles an war, dass wir das einfach mal ausmachen müssen. Und jetzt verändert sich die ganze Welt schon wieder. Und in der Eiswelt sieht das so aus. Okay. Jetzt ist hier sehr viel weniger, was uns töten möchte. Das ist schon mal positiv. Und ich habe schon gesehen, da oben ist eine Kerze, die wir anscheinend anzünden müssen. Ja. Was haben die denn mit ihren Kerzen hier? Dass das alles so krass ist. Danke schon. So, die kleine Kerze macht schon sehr viel Wärme, I guess. Geht's da rechts eigentlich noch weiter? Nee. Okay, wir haben eine Kerze angezündet. Gibt's eventuell noch mehr Kerzen, die ich anzünden muss? Will das Spiel mir das sagen? Ah, nee! Hier unten war ja noch ein Weg nicht frei. Der ist jetzt wahrscheinlich frei, nicht wahr? Ja. Sieht so aus. Okay, also die Kerze hat hier aufgemacht. Das alle, man muss ein bisschen sehr viel nachdenken in diesem Spiel, finde ich. Also in dieser Folge zumindest. Ah, was haben wir jetzt? Ist das etwa... Oh nein! Gustavsson 5! Du bist mein kleiner Endboss, oder was? Als ob du irgendeine Herausforderung wärst. Guck mal, ich hab dich schon so raus, dass du mich nur einmal treffen konntest, weil ich gegen dich gegengelaufen bin. Oh, oh, wir haben eine Mini-Boss-Action. Dass hier ganz viele kleine Gegner ankommen. Okay, okay. Von mir aus. Kommt doch alle ran. I don't care. Ich mache euch alle fertig mit meiner Feuerkunst. Tja, da macht ihr gar nichts, ne? Weil gegen meine Feuerkunst kann doch mal niemand was machen. Das Tolle ist, guck mal, die verbrennen sogar, wenn man sie damit anfeuert. Bau! Brenne! Das ist schon witzig. Diese Feuerkugel ist schon wirklich sehr, sehr witzig. Nee, Feuerkugel, bitte rette mich vor diesen fiesen, fiesen Leuten. So, der verbrennt. Und du bist auch keine Herausforderung für mich. Du bist nur eine würzige Moschsuppe. Wehe, das... Hey, da hat ja nicht mein Schild. Den hätte ich einfach so töten können. Wehe, das bringt jetzt nichts. Oh. Wir kriegen Wind. Ja, ich liebe Wind. Wind ist das Beste in diesem Spiel. Ach lol, jetzt sind wir auf der rechten Seite, ne? Ja, jetzt sind wir hier. Jetzt sollten wir erst hier sein. Und wir waren einfach schon vor 2 Folgen hier. Richtig funny. Gucken wir uns später an hier. Vielleicht müssen wir halt das ganze Gebiet auch wirklich enteisen, bevor wir hier irgendwas weitermachen können. Ich hoffe nur, dass dieser komische Bär uns jetzt nicht feindlich gesinnt ist. Dass der auch irgendwie von irgendwas übernommen wird, so wie Quollock. Weil irgendwie hat das Spiel das ja, dass man gegen irgendwelche tierischen Leute kämpfen muss. Und ein Bär ist ein Tier, meines Wissens. Was hat der denn für eine komische Aura? Du hast eine ganz weirde Aura. Du hast eine ganz negative Aura, Bro. Chill mal dein Leben mit deiner negativen Aura. Negative Auren wollen wir hier nicht. Mit deiner negativen Aura kannst du gleich wieder nach Hause gehen. Okay. Also mein Cheat hat auch schon mal besser funktioniert. Jetzt muss ich tatsächlich so spielen, wie das Spiel das von mir will. Ist ja unbelievable. Unbelievable! So, einmal da hoch. Merci. Ja, noch mehr Gegner. Überall Gegner. Ja. Und bye bye. Ihr kriegt mich nie. Ich bin zu schnell für euch. Nie. Okay, ich habe so die Befürchtung, wir gehen jetzt wieder zu dieser Todesschwinge. Ja, ja, ja. Die wird hier sein. Die Todesschwinge wird hier kommen. Deswegen würde ich sagen, was ist dann mit dieser Folge? In der nächsten Folge gucken wir uns dann an, oh, was die Todesschwinge so für uns bereithält. Ob ich sie besiegen kann, ob ich überhaupt gegen sie kämpfen muss oder nur flüchten muss. Schauen wir uns alles an.
Dann danke fürs Zuschauen. Ich weiß, diese Folge war wieder ein bisschen langweiliger, weil wir hier nur durch das Gebiet durchgegangen sind. Aber gehört auch dazu. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.